Erst haben sie gute Ideen und umgesetzt wird davon gar nichts. Ja, hören wir uns, warum ich hier sitze. Wenn du Flugscheißer bist. Die ganze Suche rein, auf den lieben Gott, ne? Das kann man sich auch irgendwo knicken. Latsch und Latsch. Warte, ich hab den getroffen. Nix, keiner. Mir nur Italiener entgegengekommen. Und wenn ich einmal annähernd auf, dann geht er her. So viel zum Thema Pilger. Das kann ich, wenn sie alle pilgern. Habt ihr mal die Indien gesehen? Hast du mal gesehen? Nee, hab ich nicht. Das Pilger, die gar keine lange Strecke nach vorne, da geht nicht mal nur in so einem Kreis. Das in der Mitte ist da so ein komischer Klotz. Das kann ich, wie das Ding heißt. Und da pilgern die zu 100.000 immer im Kreis. Da geht nur. Und das mindestens 20, 30 Inder drauf. Ja, das hat aber nichts mit Pilgern. Ich hoffe, das gut ist. Ja, weil das was anderes ist, du Scherzkäse. Da willst du mal deinen Rucksack da gepackt hast, weißt du, dafür komme ich dir. Kommt dir schon mal entgegengelaufen, ne? Ein paar Minuten noch. Wir treffen uns dann auf halbe Höhe. Automatic data for the panel back view. If this happens for one of the mast towers you press wave on the nose, then assist any children traveling with you. Und in Ihrer Sitztasche finden Sie eine Informationskarte mit diesen Sicherheitshinweisen. Bitte prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Diese sind dort mit dem Wagen. So, heute ist mein zweiter Tag. War kälter als ich gedacht habe, circa minus 30 Grad. Aber ich habe ja eine Zeitung mitgenommen, um mich dort zuzudecken. Hier vorne ist der Dom. Ich schwenk mal drüber. Heute ist trübes Wetter. Die letzten Tage waren super Sonne, ca. 28 bis 29 Grad. So, ich bin jetzt bei einem Etappenziel, ich weiß nicht wie, mir brennen die Füße wie Sau. Jedes Mal fährt ein Bus an mir vorbei und ich habe immer überlegt, nimmst du den Bus jetzt oder nicht? Das habe ich gerade ergattert. Die letzten Reste hier. Chianti Classico. Ich weiß gar nicht, warum die ja noch hängen. Ich glaube, die vergammeln da so vor sich her. Ich laufe die ganze Zeit eine Landstraße entlang und die fahren hier wie die Bescheuerten. Man muss hier wirklich aufpassen, dass man an irgendeiner Kurve nicht mal ein Stück mitgenommen wird oder dass man das eigentlich will. Ich bin gerade eine Etappe gelaufen, 3 Kilometer, habe 40 Minuten dafür gebraucht, ging immer nur noch bergauf, ich weiß gar nicht, wo ich gleich ankomme. Ich lasse mich mal überraschen. Meine erste Durstperiode setzt ein. Ich habe mir nicht so schlau, ich war vorm Loslaufen das Wasser weggeschüttet, damit ich nicht so viel zu schleppen habe. Tja, jetzt habe ich den Salat. Deswegen hole ich mir hier ein bisschen Flüssigkeitszufuhr. Classico, versteht sich. Ich melde mich gleich. Achso, hier mein, der Ausblick heute, gerade. Mal kurz so halten. Zuerst den Classico
ins Bild gehalten. Und da, das könnte der Besitzer sein von dem Classico. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Ich sitze hier nämlich mitten in einer Olivenhainplantage. Irgendwie sitzt man hier nur in Olivenhainplantagen. Ich melde mich gleich nochmal, nachdem ich mich ausgeruht habe.